60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit Katrin Sorgenfrei. Was machst du, Katrin? Ich mache Beauty Revolution. Was ist denn das? Ja, ich bin Heilpraktikerin und setze mich ein für ein erweitertes Schönheitsbewusstsein. Also, dass wir Frauen nicht nur rummeckern an uns, sondern dass wir uns eben einfach mögen, so wie wir sind. Also auch das Körper, Selbstbild, Schönheitsbild, das nehme ich unter die Lupe. Cool. Und wer wendet sich an dich oder für wen ist das ganz besonders wichtig? Naja, vor allen Dingen Frauen, also die durch die Mutterschaft womöglich Veränderungen erleben und natürlich in die Wechseljahre älter werden. Ich bin eben so, möchte eine Alternative zu Botox bieten. Also mehr die Sinnlichkeit hervorholen als diese perfekte glatte Fassade. Verstanden. Und wie bist du dazu gekommen? Naja, ich bin selbst Tochter einer Kosmetikerin, habe Kosmetik gelernt, war in einer Werbeagentur, habe da Werbekauffrau gelernt und irgendwann habe ich eben gemerkt, boah, oberflächlich und sehr schnell und teilweise ja, komische Konzepte, was man uns so verspricht. Und dann bin ich Heilpraktikerin geworden. Und das war eigentlich dann der Beruf, wo ich dachte, wow, das muss eigentlich jeder über seinen Körper wissen. Seit wann bist du selbstständig? Ja, also immer so ruckweise, eigentlich die letzten 10 Jahre. Ich bin eben auch unterbrochen worden durch das Muttersein und habe eine Weile ein klassisches Modell gewählt und habe dann sehr viele Fortbildungen gemacht. Also ich gehöre auch zu denen, die noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung brauchte, um sich sicher zu fühlen. Ne? Das kann ich absolut nachvollziehen. Und du machst das, glaube ich, auch nebenbei, oder? Ja, also genau. Führe ich ein Doppelleben. Ja. Was ja überhaupt nicht schlecht ist, weil so hast du ja quasi, kannst du das Schritt für Schritt einfach aufbauen, oder? Das bietet dir auf der einen Seite die Sicherheit, auf der anderen Seite kannst du dich verwirklichen und dein eigenes Business einfach aufbauen. Ja, und es ist eben so, dass ich ja auch Geschäftsfrauen begleite oder auch Angestellte oder wie auch immer, die natürlich auch in ihren Firmen Druck haben, Stress haben oder so. Und das möchte ich ja gerade, ne, dass die Frauen wieder lockerer werden und Spaß haben an sich, an Beauty, an sich schmücken, an Weiblichkeit. Und ja, deshalb ist es ganz gut, da auch immer wieder reinzuschnuppern, zu wissen, was erleben die Frauen da. Also eigentlich ergänzt es sich perfekt. Ja. Sehr cool. Was bedeutet denn die Selbstständigkeit für dich? Ja, ich meine, wie das Wort schon sagt, es ist beides. Also da ich nun auch ein unkonventionelles Konzept habe, ist es auch ruckelig. Also da sagt nicht jeder sofort Hurra. Und es hat lange gedauert, um mich jetzt hier hinzusetzen und dir auch flüssig zu erzählen, was ich eigentlich mache, wozu das gut ist. Und andererseits gibt es mir eben die Freiheit, die wir alle uns wünschen, zu sagen, wann mache ich meine Termine, mit wem möchte ich arbeiten und eben auch verrückte Ideen in die Welt zu bringen mit anderen. Mhm. Und du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Was ist so dein größtes Learning in der Selbstständigkeit? Ja, also ich kann eben einfach auch nur appellieren an Paare, wo beide eben so eine verrückte Idee haben und selbstständig sind, dass sie sich gegenseitig supporten, selbst wenn der eine den anderen nicht so versteht. Also das wäre so meins, was ich weitergeben möchte, dass wir immer wieder auch gucken, dass wir den anderen stärken. Und eben auch miteinander, ich bin auch ein Gegenübermensch, also ich brauche auch gerne Partnerin, mit denen ich gemeinsame Projekte mache. Ist gerade jetzt in der letzten Zeit, kommen immer wieder auf Menschen auf mich zu und bestärken mich in meinem Tun. Und das brauche ich. Also so ganz Single allein ist es ein bisschen öde. Also einfach erstens in der Partnerschaft darauf achten, dass man das richtige Setup hat und dass man sich gut unterstützt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man nicht alleine ist in der Selbstständigkeit, sondern einfach ein gutes Netzwerk hat, wo man einfach regelmäßigen Austausch hat. Also ich habe mich eben in dieser Online-Welt teilweise auch ein bisschen verloren. Und gemerkt, nur da reingucken und dann noch Kurse machen in der Persönlichkeitsentwicklung, ist nicht so meins. Also ich arbeite eben gern 1:1, dann auch mit Screen. Aber da ich eben auch viel mit dem Körper arbeite, darf es dynamisch werden. Und ich mag eben auch gerne Begegnungen. Ne? Jetzt hat es ja Gott sei Dank wieder sich geöffnet und ich merke, die Menschen, ne, denen hat das was ausgemacht, diese 3 Jahre. Auf jeden Fall. Ja. Wie erfahren denn neue Kundinnen eigentlich von dir?
Ja, ich bin eben sehr aktiv, auch habe einen kleinen YouTube-Kanal, noch klein, wo ich ungeschnittene Schönheitsgespräche führe. Also da ist noch nicht viel Verpackung, weil das ist eben das, was ich den Frauen, da möchte ich ja sensibilisieren, das ist nicht alles nur Bausche, Bausche, Claiming, Wording, so, sondern ich spreche direkt mit Männern und Frauen, die ich eben auch kenne in ihrer Arbeit über Schönheit, über Mann und Frau, über die Liebe und was unser Körperbild eben auch so macht. Genau. Und ich bin auf Facebook aktiv und bin noch nicht so im Anzeigen-Struggle. Aber bei dir ist bestimmt auch ja viel durch dein Netzwerk einfach und auch einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, oder? Genau, also ich wende mich jetzt eben auch gerne an Frauennetzwerke, die dann mir wiederum die Möglichkeit geben. Neulich habe ich eine Kolumne bekommen bei Palais Flux. Das ist eben Frauen sichtbar zu machen, hier in Hamburg ansässig, die aber auch viel machen, aktiv sind und eben auch supporten. Ja. Okay. Und was ist der Teil einer Selbstständigkeit, der eher schwierig ist? Ja, es ist natürlich immer mal wieder, dass man in Vergleich rutscht. Also, dass du eben doch denkst, oh, die anderen haben es besser drauf, eben auch das ganze Wirtschaftliche, ne? Sich eben durchzusetzen bei den ganzen so Gründungszuschüsse für so ungewöhnliche Geschäftsideen und eben ab und zu beschleicht mich jetzt auch das Ding, dass ich in Netzwerken sitze, die Frauen sind 30, ne? Und ich sitze da und sage, oh, ja, das ist eben nochmal ein bisschen später. Andererseits ist es eben auch mein Goodie, dass ich viel Erfahrung habe. Ja. Und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ja, eben dieser Austausch mit Ich würde auch immer das Leben betrachten. Also ich vermittle ja das Disco-Feeling. Das ist sozusagen die Lösung für Beauty Revolution. Also ich bin erstmal losgegangen, habe gesagt, so, wir müssen alles klein hacken. Und dann habe ich natürlich gesehen, das reicht nicht. Die Leute wollen eine Lösung. Und das ist für mich das Disco-Feeling. Und in meinem Leben hat Tanz eine große Rolle gespielt. Da Tanzflächen war der Ort, wo ich mich sicher gefühlt habe. Und insofern würde ich auch immer raten, geh dein Leben durch. Wo hast du dich richtig toll gefühlt? Was hat dich begeistert? Was ist so der Kern, ne? aus dem Leben? Bei mir war es dann auch noch die, als Tochter einer Kosmetikerin, die mich natürlich auch, meine Mutter, sehr unter die Lupe genommen hat. Und dann auch die Überbewunderung starker Männer, starker Frauen, dass ich mich immer ein bisschen runtergedimmt habe. Also das mal durchzuspielen und zu sagen, ah hey, wie komme ich da raus? Und das kann ich natürlich auch gut weitergeben. Sehr cool. Ja. Ganz herzlichen Dank und ja. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.